Hallo und herzlich willkommen zu Stadtfilmabend Folge 14, Staffel 2. Es ist jetzt wahrscheinlich tief im Oktober, während wir hier auf unserem komischen Rimworld-Planeten immer Sommer haben. Ich meine, momentan ist es hier auch August. Wäre normal auch Sommer wahrscheinlich. Ich meine, kommt drauf an, auf welcher Halbkugel man sich befindet. Warum ist die Gitarre hier immer noch im Hintergrund? So, okay. Ja, und wir haben letztes Mal dieses legendäre Artefakt gebaut und Nuno ist so inspiriert, dass sie gleich das nächste zusammen baselt. Mal gucken, was das ist. Ob das auch 1700 wert ist oder jetzt na, 7 Arbeit noch fertig und dann fast fertig, aber sie geht erstmal und macht was anderes. Was macht sie gerade? Sie ist. Na gut, das ist wichtiger. Und geht dann schlafen. Die restlichen 7 Arbeit kann man auch noch morgen erledigen. Achso, ich habe ganz vergessen, hier den Ton einzuschalten scheinbar. Inspirierte Rekrutierung, Carsten. Wenn wir einen Gefangenen haben, kann Carsten den inspiriert rekrutieren. Aber wir haben keinen. Wir haben nur diese beiden Nasen hier. Und Fitz, aber der ist uns schon beigetreten. Der Chad Fitz. Dieser alte Fitzchat. So. Flüchtlinge verlassen das Gebiet. Fitz dankt dir, dass er über einen Zeitraum von 8 Tagen in Neuwaldwald bleiben durfte. Er zieht nun mit seinen Leuten weiter. Fitz sagt, dass er nicht vergessen wird, was du getan hast. Ich denke, Fitz bleibt. Ich glaube, Fitz kann sich nicht entschließen, ob er gehen oder bleiben will, scheinbar. Aber es sieht so aus, als ob er bleibt, obwohl der Text uns gesagt hat, dass er nicht bleibt. Es ist gut, dass Fitz geblieben ist, weil er ist der Einzige, der nicht komplett nutzlos ist von den drei Gestalten, die da waren. So, ja. Immer noch ein paar unfertige Räume. Die kriegen hier und kriegen einfach den Fußboden nicht rausgerissen. Und stattdessen wird hier die Mauer fertiggestellt. Haben wir überhaupt noch Sandstein? Wir haben noch 21 oder was? Achso, das ist dann alles von den Sandsteinen. Dann würde ich mal denken, dass wir jetzt noch die letzten verbauen. Quest abgeschlossen. Arme Reisen erfolgreich abgeschlossen. Okay. Kriege ich dafür was? Unterstützung der Besucher, mögliche zukünftige Belohnung. Okay. Cool. So. Wie gesagt, hier muss noch eine Killbox hin. Hier könnten wir vielleicht mal so ein Entwässerungsdings hier bauen. Wenn die jemals damit fertig werden. Das ist, glaube ich, bei Diverses. Dann können wir hier nämlich auch, wenn es Not tut, im Zweifelsfall doch zumachen. Hallo. Euer hier. Hoffentlich haben wir genug. Wir haben nicht mehr so scheußlich viel von den hier Bauteilen, ne? Das ist nicht gut. Ach, warum geht das nicht? So, schließen wir das mal an den hier an. Und den hier unten schließen wir an den hier an. Fertig ist die Soße. Da ist noch Fußboden, den wir rausnehmen können. Und hier sind auch noch Steine, die wir rausnehmen können. Das Tolle ist, hier liegt immer so viel Scheiß in der Gegend rum, den man in seine eigene Basis einbauen kann. Ist auch noch Fußboden.
Coolio, okay. So, baut ihr jetzt hier endlich mal was, oder? Der kann noch einen Radius, dann kann ich den hier schon mal abbauen. Das wäre schon mal ganz gut. Sorry. So. Und der hier, ja, ist die Frage. Ich glaube, die beiden können fast weg, wa? Der Rest wird durch den hier aufgefüllt. Und dann ist alles... Dann kann ich endlich hieraus einen richtigen Essraum machen. Mit richtig Zeug drin und so. Und dann müsste ich aber woanders den Stauraum hinstellen. Der ist da ein bisschen im Weg. Gucken wir mal, wie viel Nahrung haben wir. Haben wir noch genug Nahrung? Ich würde sagen, wir haben genug Nahrung. Die ganzen Eier sind hier drin. Das heißt, wir bekommen keine Hühnerplage mehr. Erstmal. Gott, die fressen alles kahl hier. Wie im richtigen Leben. Gottchen. Wir haben drei Chinchillas, oh mein Gott, und ein Chinchilla ist schwanger. So war das ja eigentlich nicht gedacht. Wir haben jede Menge Hühner, Küken, Kükenhühner, Hennen, Hennenhühner, Kükenhahn, Hahn. Ach Gott, das ist wieder schon zu viel. Wir haben drei Kasuare, eins davon ein Küken, ein Wildschwein, Alpakas, die dürfen sich gerne vermehren, das gibt mehr Wolle und so. Warum irgendwie glitzert mein Hintergrund? Wie kommt das denn? Seht ihr das auch? Ich glaube, da muss ich vielleicht mal was einstellen. Kleinen Moment, ich mach mal hier auf Pause. Nicht, dass noch irgendwas Interessantes passiert, was wir dann übersehen. So, ich glaube, ich habe das Problem gelöst, glaube ich. Glaube ich. Ja. So, schauen wir mal. Glitzert das noch? Wenn ich hier rausgehe aus dem Bild, glitzert es dann? Nein. Nein, es glitzert nicht. Sehr gut. Okay, schauen wir mal. Carsten ist unzufrieden. Was hat denn Carsten schon wieder? Pessimist, unansehnliche Umgebung, in der Hitze geschlafen, ohne Tischchen gegessen. Das ist, wir müssen alles, am besten alles voller Tische stellen hier. Überall Tische hinstellen. Nur für den Fall, dass irgendjemand Hunger bekommt und Snickers essen will. Dann kann er sich an den Tisch setzen. Weil, ich meine, was ist das hier? Ist das kein Esstisch? Ist das kein super Esstisch? Ist ein super Esstisch. Super duper ist der Esstisch. Okay, bauen wir hier mal einen ran. Zwischen die beiden Lagerräume. Hoffentlich reicht das. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Das ist vielleicht ein bisschen klein. Das ist... Müssen wir jetzt tatsächlich hier den Raum vergrößern? Ich glaube, das müssen wir fast. Da können wir auch nicht. Da können wir auch nichts hinbauen. Da sind die Kühlelemente im Weg. Dann kriegen wir die ganzen Abgase da rein. Okay, dann bauen wir hier also jetzt einen Raum für Carsten, nennen wir ihn. Und zwar aus Schieferblöcken. Gut. Davon haben wir gerade ein paar. So, 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 so. Dann brauchen wir Böden. Was machen wir die Böden? Wenn das ein Essraum wird, machen wir die mal aus
Stahl. Nur damit sich keiner mit irgendwas Fiesem ansteckt. Und dann machen wir hier die Eingänge dann auch nochmal Stahl. Eigentlich müssten wir hier den ganzen Fußboden aus Stahl machen, aber das ist mir zu teuer. So, und dann stellen wir hier einen Tisch rein zu guter Letzt. Und zwar so einen. Und zwar so rum. Gut. Und dann nehmen wir nicht irgendwelche Stühle, sondern wir packen hier Sessel rein aus Alpaka-Wolle, damit der Herr Stiefel auch bequem essen kann. So. Und Carsten baut den Raum selber. Also so wichtig ist ihm das. Waffenhändler. Handelsschiff ist in der Nähe. Ein Waffenhändler. Sehr gut. Ich bin mir zwar nicht sicher, dass er unseren Kram kauft. Hier die lustigen Statuetten hier. Aber lassen wir mal Kerstin machen. Stinkwanzen Interplanetar GmbH, Waffenhändler. Gucken wir mal, was die uns anbieten wollen. So. Die haben 9 Bauteile. Wir brauchen 9 Bauteile. Die haben Medizin. Können wir auch gut gebrauchen. Haben wir das Geld? Ja, haben wir. Ambrosia könnten wir verkaufen. Dann würden wir ein bisschen Geld wieder reinkriegen. Brandgranate brauchen wir nicht. Wir brauchen hier so Revolver oder sowas. Was können wir denn so? Die kleine Jadeskulptur. Wollen die kaufen? Ein bisschen unter Preis. Aber das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Tut mir leid, Nono, aber die ist so gut. Die kriegen jetzt die Stinkwanzen, Waffenhändler, um sie in die Geschäftslobby zu stellen. Vornehmer Marinehelm mit hier so römischem Gedöns drauf. So, da könnten wir uns nämlich sogar Sturmgewehr leisten. Sturmgewehr ist relativ billig. Haben die 1 von. Schwere MP könnten wir uns leisten. Präzisionsgewehr, Maschinenpistole. Wie viele Leute sind wir eigentlich hier? 8 oder so, ne? Machen wir hier noch die beiden dazu. Dann geben wir 2000 aus. Können unsere ganzen Bögen aber. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte reichen. Das sollte reichen für alles, ja. Selbst wenn Fitz noch was kriegt. Cool. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, aber. So. Markus. Wie gut siehst du denn aus mit deinem Fernkampf? Eigentlich gut genug, dass du auch mal vielleicht Sturmgewehr oder ich glaube, du kriegst mal hier das Sturmgewehr. Ich nehme mir die schwere MP. Kerstin kriegt die Maschinenpistole. Nussi kriegt das Präzisionsgewehr. Bench kriegt die normale Pistole und Jefim kriegt. Ne, weißt du was? Nussi kriegt die normale. Den normalen Revolver und Jefim kriegt das Präzisionsgewehr. Das ist mir lieber. Und Carsten hat ja schon eine Pistole. Sehr gut. Jetzt haben wir alle moderne Waffen. Ist das nicht großartig? Ist ja wie in Amerika hier. Ah, was? Da hatten welche schon welche. Scheinbar. Jetzt haben wir hier noch einen normalen Revolver und ein Gewehr liegen. Ist das Gewehr besser oder ist der normale Revolver besser? Mal gucken. Schaden 18.
Ist ein Repetiergewehr, Reichweite 37, Nachladezeit, Nahkampfschaden pro Sekunde 450. Und das hier? Auch 450. Okay, das ist besser. Gut. Carsten, dann nehmen wir mal das hier. Und Fitz kriegt das hier. Warum hat hier Fitz ist eigentlich als letzter gekommen und der hat sich den tollen Helm gekrallt hier. Das ist eigentlich auch nicht in der Sache. So, dann können wir das mal alles reintragen. Wenn wir das reingetragen haben, können wir die Bögen verkaufen. Oh toll, jetzt kommen die Küken natürlich hier rein, weil die denken, das war ja früher unsere Wiese. Also mache ich mal die Tür auf. Sehr schön. So, ja, jetzt haben wir alle Waffen. Jetzt könnten wir langsam an die Elefantenzähmung denken. So, Böden, Fliese aus Stahl. Siehst du, alle kommen zusammen, um Carsten sein Speisezimmer zu bereiten. So. Okay, was wollten wir jetzt, bevor wir... Ach so, hier. Genau. Wir wollten zugucken, wie dieses... wie die ganze Gruppe zusammenkommt. Nur um... Carsten sein Esszimmer zu ermöglichen, von dem er immer geträumt hat. Mit schicken Wollsätteln, Unterschlupf für Verbündete. Paul Paulsen, Ratsvorsitzender der Fraktion. Ach, schon wieder so ein Name. Ted Jeroa Nation rettete kürzlich zwei Außenweltler aus einem feindlichen Gefängnis. Er möchte, dass du in Neuwaldwald auf sie aufpasst, bis er ein Shuttle entsenden kann, um sie abzuholen. Das Shuttle wird in 15 Tagen bei dir eintreffen. Toll, jetzt kriegen wir Waffen hier. Und... oh, Monoschwert. Ah, das wäre natürlich cool für Markus, ne? Ich meine, jetzt hat er jetzt schon eine automatische Waffe. Aber die kriegt dann jemand anders halt, ne? So ein Monoschwert... ist natürlich cool. Ist eine coole Nahkampfwaffe. So, Isaias und Mitch. Okay. Okay. Ich soll auf sie aufpassen. Wie mache ich das denn? Okay. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Warte mal, die sollen da keine Jäger sein hier. Zack. Die sollen möglichst nur drinnen Sachen machen. Oh, das ist eigentlich... super. Der interessiert sich super für Medizin. Kann aber nichts. Er ist also quasi ein Heilpraktiker. Kochen. Kochen, ja, warum nicht? Koch doch mal. Und natürlich auf Transport nicht so, aber auf Reinigen. Handwerk mögen die beiden nicht so, obwohl könnte man schneidern, könnte man auch schmieden, könnte man auch. Aber hier so die draußen Sachen sollen die nicht machen. Wenn ich auf die aufpassen soll, dann sollen die auch eher drinnen hocken. So, okay.
So, jetzt hat er die Waffen natürlich hier reingepackt, wo ich kein Dingsy hab. Arbeitsrausch, Markus. Sehr gut. 8 Tage schneller arbeiten. Noch nicht genug Holz hier für den Tisch oder was? Muss ich einen Steintisch hier reinstellen aus Schiefer? Nee. Aber vielleicht sollte ich hier noch eine Lampe hinstellen. So, okay. Ja. So, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, was wir übersehen hatten, war dieses Tiergebiet hier aus dem Esszimmer zu löschen. So, und wenn jetzt der Herr Carsten noch einmal ohne Tisch ist, dann weiß ich aber auch nicht. So, hier Isaias und Carsten. Was macht Carsten hier? Okay. Hatte Carsten nicht ein eigenes Zimmer irgendwo? Ah, das war Carstens Zimmer. Okay, wir haben, weil wir die Wände hier rausgenommen haben, haben wir das alles zu Gefängnisbetten gemacht. Das ist natürlich ungünstig. Isaias Abtrünniger. Der kann bei seinem Kumpel mitschlafen. So, fertig. So, und dann können wir hier langsam mal anfangen, die Mauern zu ersetzen. Und zwar mit Granit. Weil wir momentan gerade Granit haben. So. Platz bereits belegt. Was ist denn hier? Ach so, hier ist eine Lampe. So, dann können wir jetzt langsam die wegmachen. Ich habe die nicht alle auf Mal weggemacht, weil irgendwas muss ja das Dach halten, sonst fällt es einem auf den Kopf. Hier oben können wir auch nochmal Band reinbauen, bevor wir das alles abreißen hier. So, und hier ist immer noch schnulziges Gebiet. Aber dafür können wir jetzt hier... Dachten wir zumindest. Nee, hier immer noch nicht. Aber bald. Ich glaube, beim nächsten Mal wird diese Reihe hier trockengelegt. So. Und hier. Hier unten, das brauchen wir auch noch. Aber ich glaube, der kann weg, ne? Nee. Da warten wir noch auf das Stück hier. So. Können wir das auch abreißen? Wenn er uns lässt. Ja. So, wie sieht das Gefängnis jetzt aus? Abscheulich. Aber wir können jetzt hier noch einen Fußboden reinbauen. Sandstein haben wir nicht. Was brauchen wir? Schiefer. Tiefer. Sieht jetzt nicht so ganz aus einem Guss aus, aber das soll uns mal egal sein. Und hier unten können wir
die Wände abschleifen und dann, glaube ich, sieht das da drin schon sehr viel besser aus. So, das ist wieder ein abgeteilter Raum. Das heißt, wir können hier wieder Gefängnisbetten draus machen. Oh, da ist auch noch ein. So. Sehr gut. Na, was jetzt? Abscheulich. Haben wir noch irgendwelche Jade-Skulpturen gerade? Nee. Nuno ist momentan nicht inspiriert. Die ist immer noch auf 7. Nuno, mach die mal fertig. Mach die mal bitte fertig. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir hier? Exzellent, immerhin. Diese Skulptur handelt von einer Kommune. 4 Kannibalen sind im Hintergrund zu sehen. Die Szene scheint sich außerhalb eines Lagers abzuspielen, was sehr provokativ ist. Oh, nein! Ach du Scheiße, das Heugras ist faul. Das ist kacke. Das breitet sich nämlich auf die anderen Felder aus. Und momentan beim Heugras ist nicht so schlimm. Ich habe eine Idee. Wir könnten darauf warten, dass irgendwelche von unseren Kolonisten das abernten. Aber was ist, wenn wir einfach alle Tiere dahin schicken und die das fressen lassen? Ist das nicht eine bessere Idee? Ich meine, die Hühner fressen das alle weg, oder? Die ganzen vielen verdammten Scheißhühner. Da ist bestimmt bald nichts mehr übrig. Wow, guck dir bloß die ganzen Hühner an hier. So. Und natürlich auch die anderen Tiere, wie die Elefanten. Siehst du, er fängt schon an zu fressen hier. Fresst, 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 wie euch der Schnabel gewachsen ist. Coole Sache. So, trotzdem können wir hier mal so einen Erntebefehl reinsetzen. Nur für den Fall, dass es nicht schnell genug geht. Kommt vielleicht ein Nussi und macht das weg. Sehr eindrucksvolles Zimmer, sehr gut. Und genau, wir wollten ja diese wunderbare Skulptur mit den Kannibalen. Das macht sofort den richtigen Eindruck an die Gefangenen, wenn die sehen, eine Skulptur, die eine Kommune mit Kannibalen darstellt. Hier sind wir wahrscheinlich bei netten Leuten. Mal gucken, was das gebracht hat. Jetzt ist der Raum, jetzt ist das Gefängnis eindrucksvoll. Das hat schon gereicht. Okay, was wir jetzt hier noch reinstellen können, ist diese Schlafzimmermöbel, die wir in jedes Schlafzimmer normalerweise stellen. Hungernde Kolonisten? Warum hungert Nuno? Oh Gott, sie kommt gar nicht mehr. Kommt gar nicht mehr von den Skulpturen los hier scheinbar. Kleine Skulptur aus Jade, exzellent. Diese Skulptur enthält eine Zeichnung von einem Dorfbewohner, der als Silhouette dargestellt wird, während er von Servierbots umstellt ist. Viele Räuber erscheinen nah am Hauptmotiv. Parabel.
jetzt irgendjemand unzufrieden hier? Nee, sind alle einigermaßen zufrieden. Dann lassen wir die erstmal stehen und verkaufen die im Zweifel. Ist das Schiff noch da mit den... toll, Fressattacke, ja, ist... Nee, Schiff ist weg. Schade. Das wäre sonst eine Idee gewesen. Aber es ist ja schon wieder eine halbe Stunde rum. Also sage ich dann mal, bis zum nächsten Mal und drückt die Glocke und den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Schreibt doch mal bitte irgendjemand einen Kommentar. Und abonniert diesen Kanal, wenn euch diese Sendung gefallen hat. Und ja. Und erzählt euren Freunden davon. Okay, ciao.